Lieben, ich grüße euch heute aus meinem Wochenbett und bedanke mich bei euch ganz herzlich für all eure lieben Grüße und Wünsche, die uns erreicht haben, nicht nur hier auf YouTube und in den Social Media, sondern auch in unserem Blog und per E-Mail. Wir haben uns sehr darüber gefreut und ja, es ist schön, dass sich so viele mit uns freuen über unser drittes Baby. Ja, in diesem Video soll es auch darum gehen, wie das denn jetzt bei uns so aussieht mit unserem dritten Kind, wie das Wochenbett so ist. Also unser Baby ist jetzt 3,5 Wochen alt und ja, ich habe mich jetzt wirklich auch nicht großartig zurecht gemacht, denn ich fühle mich jetzt wirklich hier vor dem Bett aus und ich hoffe, der Blick auf unser süßes Baby entschädigt das. Ja, ihr findet den Geburtsbericht in unserem Blog. Ja, da werden dann auch alle Details verraten, wie die Hausgeburt denn bei uns so war. Dass überraschenderweise ein Junge geworden ist und ja, wie die Geschwisterkinder damit, ja, wie die Geburt für die beiden war. Die Große war nämlich dabei. Ja, ich verrate jetzt davon gar nicht so viel. Ihr findet da auch die Bilder von der Geburt, ja, in unserem Blog. Und jetzt soll es einfach nur, ja, ich will einfach nur ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie das Wochenbett bei uns so verläuft. Und zwar genieße ich das jetzt wirklich, ja, noch aus dem Bett. Also, Patrick kümmert sich wirklich so gut er kann um alles. Und ja, ich darf ihn da sehr loben. Ich zeige euch auch noch ein bisschen, wie es jetzt hier aussieht bei uns, damit es keine, ja, Eifersucht um die Mama gibt. Schlafen nämlich die Mädchen jetzt auch. Beide noch neben mir. Also ich liege hier in der Mitte mit dem Baby. Mal links, mal rechts wird es an die Brust gelegt. Und ja, für die Mädchen ist dann hier daneben Platz. Ich kann das hier gerade nicht besser zeigen. Einer links, einer rechts. Und ja, hier vorne schläft dann Patrick. Wir haben unser Bett jetzt ja, in ein anderes Zimmer verlegt. Also das heißt mit Matratzen. Weil wir jetzt in der Nacht jetzt warm brauchen mit unserem Baby und ja, da sieht es alles schon ein bisschen anders aus. Also wir haben das Wochenbett, um das kurz und knapp zu halten, mittendrin. Also das heißt, alles in einem Raum, alles Wichtige beisammen, außer natürlich Bad und Toilette. Hier seht ihr unsere Küche, da hinten spielen die Kinder. Tobt natürlich auch hier uns überall in der Wohnung herum. Und ja, unser Esstisch und Basteltisch und Spieltisch, der ist auch gleich hier daneben. Und ja, wir haben das so gestaltet, dass ich mittendrin bin und gar nicht in einem extra Raum liege, weil wir das nach den anderen beiden Geburten so hatten, dass ich da wirklich nur im Schlafzimmer mit dem Baby meistens alleine lag. Und ja, ich fand das schnell deprimierend und jetzt genieße ich das so sehr, dass ich wirklich meine Familie die ganze Zeit um mich herum habe und das Baby kann auch bei hoher Lautstärke sehr gut schlafen und vor allem besonders dann gut schlafen. Ja, also Patrick kümmert sich jetzt um alle Aufgaben, die vorher auch so ein bisschen nur meine waren, wie Putzen und Wäsche waschen und ja, natürlich ist es dann immer mal schnell stressig, wenn dann die Großkinder nebenbei beschäftigt werden wollen und zwar nicht nur mit Vorlesen oder Singen oder sowas, was ich vom Bett aus mache. Und ja, unsere großen Mädchen, die sind jetzt 5 und 2 Jahre alt oder fast 5 und 2 Jahre und spielen wirklich auch den ganzen Tag ganz lieb miteinander und haben ganz viele Ideen und Einfälle, was wir alles so anstellen können. Und ja, weil es jetzt draußen auch kühler ist und ja, es ist richtig herbstig ist, sind wir gar nicht mehr so wie draußen und deshalb gibt es auch schneller mal ein bisschen, ja, eine genervte Stimmung irgendwie. Also die Umstellung vom Sommer auf nassen Herbst ja, findet gerade hier statt. Und wenn dann eben noch gerade
einen Korb Wäsche aufzuhängen ist und die Nudeln gerade überkochen, dann ist es für uns Eltern schon stressig. Und wenn sich danach die Kinder zanken, was ja ganz normal ist, ja, dann sind wir als Eltern natürlich auch mal genervt. Und obwohl wir das Prinzip der Antipädagogik verfolgen, also wir wollen nicht drohen, weil zum einen Angst ja kein guter Erzieher ist und zum anderen denken wir auch gar nicht, dass es irgendwas bringt, wenn wir jetzt ständig sagen, jetzt müsst ihr euch aber vertragen, sonst passiert das und das oder wir machen jetzt alle mal dies und jenes. Ja, funktioniert bei unseren Kindern nicht und funktioniert mit uns Eltern auch nicht. Aber heute waren wir wirklich so genervt, dass ich gesagt habe, so, und jetzt filme ich, wie ihr euch streitet. Und tada, unsere Kinder spielten dann gleich auf der Matratze hier Pferdchen und Reiterchen und machten hier tolle Kunststückchen und hatten sich wieder total lieb. Und das ging wirklich von 0 auf gleich. Von jetzt auf gleich, von 0 auf 100. Und ja, eine ganz ähnliche Situation war dann gleich drauf im Bad, als der blöde, böse Wasserhahn nicht aufging. Und dass da ein Wut- und Schreienfall gab. Und dann kamen wir mit der Kamera und wollten das eben mal aufnehmen. So. Ja, ist vielleicht ein bisschen gemein gedacht. Aber dann war das Kind gleich wieder ja, damit beschäftigt, da eine Idee zu entwickeln, wie der Wasserhahn dann doch aufgehen würde, weil er so nass und glitschig war und total süß jedenfalls. Und ja, das bedeutet für uns, das Wochenbett bekommt eine Erleichterung, indem wir einfach die Kamera bei uns zu Hause, bei unserer Familie leben, jetzt viel mehr mit einsetzen und das dabei hilft, den Geschwisterstreit einzudämmen, weil die Kinder das wahrscheinlich sehr mögen, wenn sie gefilmt werden und ihre Ideen zeigen können. Ja, so viel also zum Wochenbett bei uns. Und zu ja, Lösungen, wie wir das momentan handhaben, wenn wir genervt sind von unseren Kindern. Ja, was in einer anstrengenden Zeit auch mal sein darf. Ja, aber wir freuen uns alle sehr, dass das kleine Brüderchen so gut angenommen wird und täglich geküsst und gestreichelt wird von den beiden Großen. Ja, dass alles bei uns zu Hause schön ist und wir uns ja aneinander freuen können als Familie und auch daran, dass wir so viel Zeit miteinander verbringen dürfen. Es soll auch bald noch ein Video geben zum Windelfrei mit Neugeborenen. Ihr habt vielleicht das Töpfchen ja schon gesehen. Ja, und ihr könnt dazu, aber auch natürlich zu diesem Video, gerne eure Kommentare, Wünsche, Anregungen und Ideen kommentieren. Wir freuen uns darauf und ja, wünsche euch alles Liebe und sagen bis bald. Nanu, ich wollte aufnehmen, wie ihr euch streitet.